Verstehe gar nicht, warum du so sauer bist. Was ist? Warum ich verstehe nicht, warum du sauer bist. Wenn wir hier was machen können, ne? Da musst du wie, das 7 Tage schaffst du gar nicht. Hast du Gerümpel mal angeguckt? Ich weiß gar nicht, wie man so eine Scheiße anhäufen kann. Ja, dann räumen wir ja alles weg, Ronny. Ihr! Du sowieso nicht. Nein, wir räumen das echt alles weg. Du wiegst 200 Kilo, lass das. Nee, das hält nicht. Alter! Ja gut, hier ist ein bisschen unordentlich, muss ich sagen. Ein bisschen? Du kannst ja nicht mal bis nach hinten... Ach, weißt du was? Ich bin doch auch der letzte Teufel. Weißt du was? Ich fahre jetzt auch nach Hause. Aber eigentlich müssen wir ja nur die Wände verputzen. Also nicht verputzen, man sagt ja verpacken oder irgendwas vorstellen. Die Isolierung rein, Folie drunter, Gips drunter, abgespachtelt, tschüss. Aber was soll das? Warum? Weil wir es ausgebaut haben wollen. Ja, und dann? Haben wir hier einen Raum. Da muss aber da auch eine vernünftige Treppe rein. Ja, kannst du ja sponsern, hast du doch gerade gesagt. Ich sponsere gar nichts mehr. Aber ich kriege eine dicke, fette Rechnung, die sich gewaschen hat. Das sag ich euch. Das letzte Mal gewesen. Diesen Verein noch ihr mit sponsern. Nix wieder. Oh, da ist die Scheiße schon wieder draußen. Da fällt die auch nicht mehr auf. Guck mal, Ronny, hier sind sogar noch alte Trikots. Hier ist alles. Was meinst du, was wir hier alles finden, wenn wir aufräumen? Ich sag dir, vor allen Dingen, damit wird es doch richtig Geld machen bei den einen oder anderen Fan. Ne? Hier, da liegt auch die Preistafel im Müll, die unten an der Wand ist. Warum hängt die da? Das weiß ich auch nicht. Oder warum liegt die da? Ich weiß auch nicht. Hier sind auch nur Rechnungen drin. Das machen wir lieber ganz schnell zu hier. Und dann also eigentlich brauchst du doch hier nur die Wände isolieren und dicht machen. Ich mach mich hier gar nicht bewegen, weißt du das? Pass auf, Udo ist hier irgendwo einen Nagel getreten. Ja, das so sieht. Und guck mal, wie groß der Raum ist. Und den willst du nicht nutzen? Wieso will ich hier nicht nutzen? Mir ist das doch scheißegal. Ihr könnt nutzen, was ihr wollt. Also erstmal hier in das Gerümpel rein hier. Du Scheiße, das kann doch alles nicht wahr sein. Weil der Balken, hat der schon mal gebrannt hier, oder was? Weiß ich nicht. Jesus, nee, das ist doch nicht normal. Ich sehe gar nichts. Wo gehen wir hin? Da muss ich hin. So. Da habe ich mir gedacht, die Schräge ist 3,30 Meter, also ist es 4,80 Meter für euch. Mann, Mann. Kann das sich Paco und Mirko kostenlos machen? Viersfette. Die Viersfette drin hier. Unten die Mittelfetten. So, was ist denn? Das ist 60. 0,60, das normal weg. Ist ja die Beine gebrochen, weißt du das? So, dann muss ich mal da hinten hin. Ich muss ja einmal die Länge haben hier, aber Vorsicht! Oh, hoffentlich seid ihr gut versichert. Und gleich wurf, weg ist er. Ich bin teuer. Katastrophe, ey. Da rumpelst du hier von Bude zu Bude. 12,22 Meter lang die Bude, das ist ja schon was, ne? Ja, das geht, ne? So, 12,22 Meter, also 13,80 Meter. Mach mal 14 Meter, wir wollen ja nicht so genau, sein. Ach, was schön. So, ISO, Maipel, Holz-UK, einlagig Gips, GKB. So, was ist denn hier, was haben wir denn hier, was wollen wir denn hier? 140er Dämmung, 30, das reicht hier, WLG. So, das ist die Wärmeleitfähigkeitsgruppe für Leute, die das gleich doof fragen. So, das ist, das machen wir Dichte und machen wir eben so einen Knieschock dran. Dann müssen wir die und dann schnell wieder weg hier. Ne? Du, müssen wir den festlegen, hier runter, so ungefähr, da wir so 70, 80 haben, ja. So, Drempel mal Länge beidseitig circa 60 bis 80 Zentimeter. So, dann stellen wir da vor. Oben die Gerade, gut, die ist mit drin, da stoßen wir gegen den Holzbalken. Den Holzbalken lassen wir in sich, ne? Das sieht schöner aus. Den kannst du ja streichen, dann passt das. Also oben dann die Viersfette. So, dann müssen wir hier machen wir auch noch irgendwas vor dem Giebel auf beiden Seiten. Machen wir auch noch eine Platte drauf, das ist ja alles gerade. Das Ytong, da können wir direkt drauf gehen. Giebel. Wie sieht es denn hier oben mit ein bisschen Licht aus? Möchte ich auch ein Velux-Fenster drin haben?
Nee, du verkaufst mir kein Wählungsfenster. Du sagst ja nicht. Wir sollen diese dunkle Puffhöhle hier lassen, oder was? Wir haben doch Licht hier. Was soll denn eine Matratze? Hier müssen noch Wählungs rein. 1, 2, 3, 4, ganz viele. Ja, ganz viele, ganz viel teuer. Vier Stück? Rechne die mal mit rein und dann möchte ich erstmal den Kostenvorschlag sehen. Für den Kostenvorschlag? Ich mache einmal, kriegst du eine Rechnung. Achso, so läuft das jetzt. Viermal Velux. Quatsch. Für Velux-Fenster. Machen wir jetzt mit einer Treppe. Die Treppe kommt auf jeden Fall neu. Ja, was macht man da für eine Treppe rein? Ja, die gleiche wieder, aber nur neu und instabil und vor allem gedämmt. Wenn wir jetzt schon alles dämmen, muss die Treppe auch gedämmt sein. Ich kann das auch nicht mehr, ich ertrage das auch nicht mehr. Hey! Ja, immerhin ganz ehrlich. Was denn? Wir bauen ja so schön aus und so ein Gerümpel da rein. Vor allem, guck mal, da gucken die Spackschrauben schon oben durch. Das ist ja Udo gebaut, glaube ich. Ja, das ist ja auch das Schlimme. Gott, und ich muss mein Kugelschreiber. Kriegst du mir Gefühle hier, ehrlich. Brötchen kriege ich nicht, Kaffee ist auch nicht gemacht. Kaffee ist da. So, hier, Bodentreppe. Die ist 1,40 mal 70. Was haben wir denn hier für eine Rohhöhe? Weiß auch wieder nicht, ne? Warum? Auch der Boden wieder aussieht. Ich würde euch tot hauen, wenn ich den zu sagen hätte. 2,40 habe ich mir gedacht. 2,40 und so vor und abschneiden. So. Höhe. Was haben wir für eine Umrandung? Lukenhöhe. Lukenhöhe 25,5. Also eine 30er Lukenhöhe. Kannst du nicht so verkehrt machen, kannst du oben noch den Boden gegen machen. 0,25 30 cm Lukenhöhe. So, und am Strich pauschal 10 Mille. Ja. Lachst, da bist du hingekommen. Spendenquittung. Ich habe, also deine Frau sagte zu dir, gesammelt Spendenquittung. Die hebst du immer auf und dann suchst du einen schönen Rahmen, den du in Italien suchst, einen schönen italienischen Bilderrahmen, meistens antik, und hängst dir die Sachen übers Bett und sagst dann immer, Mensch, ich bin ein verdammt guter Mensch. Ich sauge mich ja jetzt mal ins Koma. Dieser Scheiße hier. Und sag nicht immer, ich bin verdammt ein guter Mensch. Ein bisschen Herz hast du ja. Ich gehe ja nur unten wie so ein alten Comic. Weißt du, da fällt die Scheiße so raus. Hier, Spinni ist auch hier. Guck mal an, der wohnt hier auch. Weg damit, Mistviech. So. Was kann ich sonst abgreifen? Ich werde die Stühle schon für Ohrgänge gefeiert haben. Lass mal lieber. So. Ja, das ist alles Spieler hier, da weißt du, wie das ist. Ne? Nee, die Kaffeemaschine, also der Kaffee, der riecht auch lecker. Muss ich ehrlich sagen. Torben hat Kaffee gemacht. Ich habe die extra Kaffee gekocht. Hast du mir die? Ja, klar. Oh, du alten Pumpport. Hast du keine vernünftige Maschine? So ein Milchkaffee, Latte Macchiato, Espresso, hat er halt. Herstellen. Habe ich die schon mal hergestellt. Aber ich glaube, wir stehen jetzt bei Udo im Garten. Muss der überhaupt schon wieder? Hat er nichts zu tun? Wie Meier werft, dann ist er nur obligatorisch. Meier werft. Oh, wo ich gerade die Bälle da sehe. Mhm. Weißt du, was ich heute gemacht habe? Mhm. Für alle treulosen Tomaten, die uns ja so zugucken und so weiter, was wir bald verlosen werden. Offizielle Werder Bremen-Bälle. Ich bekomme 40 Stück, alle unterschrieben von den Spielern, mit unserem Logo drauf und die Werder-Raute.
Dann erstmal einen für dich, einen für mich, dann, weil wir machen das clever. Wir unterschreiben die, damit die ein bisschen Wertsteigerung. Wollte ich gerade sagen, weil die Bremer Spieler, da bringt ja sowieso nichts. Sitzen wir schreiben Praktikanten und machen. Ja, genau. Ja, das machen die auch. Kannst du mir doch nicht sagen. Als wenn das, wenn du jetzt 40 Bälle bestellst, wenn sie die hinlegen und die ganze Mannschaft davor sind, die Scheiße unterschreibt. Niemals. Ich glaube, das machen die einmal im Jahr mit allem Mann. Und dann auch hunderte Trikots, hunderte, ja, Bälle. Genau, irgendwie so ein Scheiß. Und da kommen sie jetzt bei dir mit an. Da kommen sie jetzt bei mir mit an. Wir haben nämlich gleich Weihnachten. Ne? Frisch aus der Spülmaschine. Wie heißt das? Ja, das ist ja Gefühl, was das ist. Egal. Hier, nein, von Steve. Sieh mal, ich weiß nicht, wie geht.